So, Tag in Affenbären und so, herzlich willkommen bei unserem Konvoi. Ich werde jetzt die Leute einzeln vorstellen. Also hier vorne ist unser Charlie. Unser Moin. Jetzt weiß ich nicht, die tue ich jetzt mal nicht benennen, weil die sind ja nicht dabei im TS. Dann ein Tommy. Hallo. Dann ein Tigerpanzer. Der ist, glaube ich, nicht im TS. Doch, bin ich. Dann haben wir den Snake Home. Hi. Dann haben wir die Mimi, die übrigens twitchen tut nebenbei. Hallo. Und dann hätten wir den Gabo, oder wie er heißt. Der ist nicht im TS. Ja, ich begrüße jetzt auch mal die Zuschauer von Mimis Twitch-Kanal und die Zuschauer von Charlie. Ich nehme da nicht mal auf, aber ja. Und jetzt sitzen wir uns doch mal gleich hier hinten dran. Moin Moin, liebe Trucker-Community und herzlich willkommen zum Chaos Convoy. Ich begrüße jetzt mal ganzen lieben Leutchen hier. Und zwar, das bin ich. Dann kommt der Tommy. Hallo. Dann kommt der Tigerpanzer, ganz sauber und ordentlich eingepackt. Ja, hi. Dann kommt der Snakehorn. Hallo. Jetzt kommt die Mimi, die auch über Twitch einen Livestream macht. Hallo. Und bei ihr begrüße ich jetzt gerade mal die Zuschauer ganz herzlich. Dann kommt der Gabo, der nicht im TS ist, und der Eob Let's Play. Jawohl. Oh, meine Ohren, der nimmt auch auf und ich werde ihn in der Videobeschreibung verlinken. Und damit denke ich mal, wir fahren jetzt los. Sind alle anwesend? Jupp. Husten eigentlich. Wenn ich das hat jetzt Pech, jetzt fahren wir los. Und ich habe gerade gesehen, der Server gerade wieder kurz am Lecken, weil Lecken. Da, ja. Schreibt mal einer Sicherheitsabstand mal rein, machen wir mal so 60, 70 Meter mindestens. Was war ich denn? Was war denn das jetzt? Ja, jetzt geht ja schon los. Lieber Herr Lieder. Wollen wir nicht links lang? Kann mich einfach nicht konzentrieren, wenn ich im Chat schreibe. Bei Abstand 80 Meter, aber keiner hält's ein. Es ist immer so. Meisten halt 50, 60. Manche gar nur 30, mehr nicht. Ihr könnt wissen, auf der Autobahn bin ich 100 Meter dahinter. Hält schon auf der Fahrt. Ja, ist auch sicherer, falls ein Mann Stand wegbekommt, macht's Rums und dann fahren alle ineinander rein. So sieht's aus. Und was fahrt ihr auf der Autobahn? Grad 80. Wir haben kein MAN drin, oder? Dann sollte es gehen. Du magst MAN nicht, ne? Ja, aber du gerade. Fährst du wirklich 80 oder fährst du ein bisschen schneller? 85? Ich fahr nicht mal 80, war 79, jetzt war ich 80. Denk dran, ich habe Videoaufnahme als Beweis. Mhm. Hörst du das gerade mein Geschwindigkeitsbegrenzer tatsächlich reagiert und ich einfach auf 70 runtergerollt bin? Und jetzt nochmal eine kleine Info an meine Zuschauer, die jetzt zuschauen oder später schauen oder noch später schauen. Ich nehme eigentlich nicht wirklich wegen dem Konvoi auf. Ich nehme eigentlich meistens nur auf, weil es dann so eine Idioten gibt, die uns genau sowas totrammen und deswegen ist eine Aufnahme ganz hilfreich. Also wenn die schon beide... Alter! Kiff! Nee, das war Basti. Nee, das war gerade eben Kiff hier vorne, der haben wir vorbeigezogen. Nee, und das hier hinten war Basti, der gerade Snake übelst hier rein. Oh, der dreht sich halt in den Konvoi rein.
Ach, kann er doch machen. Der beholt mich eh. Ja, hoffen wir's mal. Jetzt mal ohne Scheiß, wenn die hier Piloten machen, dann müssen die eigentlich wissen, dass einer vorne und einer hinten fährt. So rein vom Logo. Ich bin Auftrag, aber irgendwie leckt es bei mir sonst zu sehr. Demon, scheiße. Sorry. Nur zur Info, meine Name ist in der Videobeschreibung, aber egal. Ah, okay, dann ist gut. Ich bin gerade 80 geworden, du hast dich immer weiter entfernt langsam, deswegen war es irgendwie ein bisschen komisch. War die ganze Zeit 80. Ich finde irgendwie komisch, weil ich bin auch die ganze Zeit 80 gefahren und du bist abgehauen. Ist ja gerade durchgefahren, ne? Du hast ja nicht durchgefahren. Geradeaus. Ja. Haben die aber neu gemacht, jetzt dass man im Tunnel fährt, dass es hinten alles dunkel ist, oder? Ich glaube auch. Ich blende den Idiot vor. Warum werde ich denn hier überholt? Ach übrigens, wenn man den Tempomat im LKW jetzt anhat, kann man trotzdem aufs Gas treten und der LKW fährt schneller. Der Gabo hat sich zwischen uns gedrängelt. Das habe ich auch schon rausgefunden, wenn man dann Gas gibt, dann fährt er schneller. Wenn es dann loslässt, dann geht er wieder auf die Tempomatgeschwindigkeit runter. Genau. Habe ich da gerade einen Deutschen gesehen oder bin ich blind? Das war ein Deutscher, ja. Wenn ich Gas gebe, tut er sich wieder deaktivieren dann. Okay. Gabo ist ein Drängler. Ja, Leute, ich nehme dieses Mal nämlich mit Open Brokers Dingsbums auf. Naja, er hat den Schaden. Meiner Zugmaschine passiert nicht viel. Naja, klar. Aber der hat sich halt dazwischen gedrängelt. Ich meine, guck mal, wie weit ich hinter dir bin. 107 Meter jetzt, ja? Und der drängelt sich dann dazwischen, weißt du? Hammerhart. Oh, mach du doch nicht Hupe, ey. Mach mal, schnell speichern. Ich fahr mal zur Seite. Nee, hab ich nicht belegt. Ey, du tust wieder abhauen, obwohl ich genau 80 fahre. Irgendwie komisch. Ich fahre die ganze Zeit 8. Ja, ich auch. Dieter Panzer. Warte mal, ja, Raul, du fährst ganz besser. Ich glaube, kannst du außen fahren? Weil du bist extrem am Laggen. Weil du tust 0,2 Meter die Sekunde vor mir abhauen. Wow, muss ich mal tanken? Nö. Nein, aber echt später. Ich muss tanken. Logischerweise geht man den Konvoi tanken. Der Zugführer muss tanken. Der Führer. Zugführer muss tanken, ja. Das ist gleich viermal gesagt. Ja, ich weiß, damit jeder mitbekommt. Lieber, immer noch lieber mehrmals als einmal. Habe ich jetzt neu erfunden, das Sprichwort. Ich muss Alter. Auch, der tag ich auch gleich, wenn der Lieder jetzt. In eine andere kommt. Säule. Ja, er doch sehr gut geht. Komm zu dir. Das macht Gabo da. Ey, der drängelt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was der für ein Problem hat. Aber wenn ihr jetzt tankt, dann gehe ich mal schnell auf Toilette. Ja, wenn nicht, dann muss ich auf halt mal kurz einen Admin kontaktieren, dass der halt gekickt wird oder für ein paar bisschen gebannt wird. Also, ich bin voll. Er will sich daneben drängen und so. Au! Tanken. Geht sogar, ich tanke! Ich ein Außenspiegel mehr! Junge! Das erzähle ich später meinem Chef. Ich sagte meinem Chef, ich rufe einen Chef an, ey Chef, ich kann nicht mehr weiterfahren. Mein LKW-Spiegel ist kaputt. Ach, nee, Tommy, du kannst auch tanken, oder? Ja, ich kann auch tanken. Und dann sagt mein Chef zu mir, ja, nee, der LKW liegt drauf. Wieder, sage ich jetzt einfach die ganze Zeit. Warte mal kurz, der Gabo hat sich vorgedrängelt. Der soll entweder hinter, also vor ihr, dann, wenn er ganz hinten ist, oder halt komplett abhauen. Doch holt den einfach. Ja, geht ja nicht, der drängelt sich ja vor, der stellt sich dann hinter dir. Mir gibt einfach Gas. Ich gebe auch ein bisschen Gas. Dann gibt er auch Gas. Hast du gemerkt, er hat auch die Mimi vorhin abgedrängt, dass er ja reinkommt. Ich muss ja kurz Werbung machen. Au! Was war denn das jetzt? Ich mache jetzt Werbung. Was war denn? Tigerpanzer, du bist gerade voll vor mir reingebackt. Habe ich das eigentlich am Anfang gesagt? Ich denke, Let's Play werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Ja, ich verlinke dich ja, dann hast auch. Du gesagt. Tigerpanzer, du bist gerade nach vorne gebackt, volle Kanne. Echt? Ja, ich bin wieder hochgesprungen, hast du es nicht gesehen? Ich dachte, du bist in Gabo. Au.
Und ich hab die Bug-Action nicht gesehen, ach Menno. So, von mir aus geht's weiter. Ja, guck mal, den Gabo, der gibt direkt Gas, wenn du das gibst. Alle Gabo überholen. Gabo soll langsamer machen. Ihr okay, schreibt das mal kurz in den Chat. Wir fahren jetzt hin. Ihr schreibt das mal kurz in den Chat, dass der Gabo mal bitte weiter hinten fahren soll und sich wieder einrennen soll, wie er vorher war. Hinter Mimi. Ja. Schau mal, es ist irgendwie die unten am Fuß ein Stück, der von umleuchten. Ja, es bringt schon. Hi Lamot, ne? Die Panzer kannst rein. Hier, Charlie, also Simon kann ich jetzt sagen mittlerweile. Hier, kannst du mal bitte, du bist ja Lenkradspieler, kannst du mal kurz Gabo schreiben, dass er wieder hinter Mimi soll? Ja, ich habe jetzt gerade Einspruch, ich kann auch ganz einfach sagen, hier fahrt man auf der linken Spur und ich tappe raus. Du musst ein paar Small kriegen, ach nee, ich nehme auf, dann habe ich gebannt. Ja. Nicht. Okay, hier vorne ist ein Unfall. War ein Unfall. Oh, Gabo, du Arsch! Und hier ist genau einspurig, als wäre das Alter, ne, er macht einfach eine Vollbremsung, weil er anscheinend hat die Bremsleistung komplett hochgedreht. Er macht eine Vollbremsung. Und ich hab die auch nicht so hoch, rein. Aber keine Ahnung, das muss man einfach ein bisschen kontrollieren können, ohne müssen. Ich weiß, er macht einfach die Vollbremsung und dann zieht sich voll in den rein mit 60 nur. Ja. Etwas problematisch. Habt ihr schon Rettungsdienst angerufen? Und Snake, deine Aussage, ja. Nochmal bitte, ich hab's gerade nicht gehört. Deine Aussage nach Oslo. Meine Güte, Leute. Nur Deutsche hier. Okay, wenn da so ein starker Unfall ist, dann kann ich ja einfach mal kurz hier. Ich die Berechtigung hab, euch auf YouTube zu stellen. Mach doch. Mir doch egal. Alter. Mal wieder Werbung neu starten hier für den Konvoi. Mal wieder dasselbe, wenn du meine Stimme nicht drin hast. Ja, die wissen nicht, dass du gerade live sind, Mabel und ich so. Ja, soll ich, Gabo kurz hinter Mimi schicken, dann schreibe ich ihn kurz, dass er kurz hinter Mimi soll. Ja, wie soll er hinter mich, wenn es ja gerade einspurig ist? Ja, dass er halt dann überholen soll, weil er nicht Möglichkeit hat, dass er halt anhält dann. Oh, ich hoffe, ich kann da noch hin. Oh, der ist so nah aufgefahren. Ich kann keinen Millimeter nach hinten. Ach, da hau ich einen Schwimmverzerrer. Achtung, Stau. Herr Konvoi, okay, Leute, einen Stau. Jetzt sehr schön. Behindert er die oder was? Leute, ich mache jetzt mal kurz einen Cut. Das wird mir sonst zu lange. Bis der Stau vorbei ist. Wir sehen uns dann. Quasi in einer Sekunde. So. Pausiert so. Ja, es ist halt in Real Life. Stop and go. Muss jetzt mal durch. Ja. Ey, das ist ja, mega blöd, wenn einer im CS nicht fehlt. Dann macht er die ganze Zeit Fehler. Ja, der ist total übersteuert, Alter. Ich mach jetzt einen scheiß Kopf hier aus. Jetzt häng ich nämlich im Boden fest wegen dem. Kannst du mal kurz dem Gabhorf Englisch schreiben, dass er hinter Mimi soll dann bei der nächsten Möglichkeit? Ich habe überlegt gerade, ob ich davor fahre und denen helfe. Einfach mal ausbremsen oder so, dass der mal merkt, wie das ist. Ja, dann fährt halt Eob dann mal vor und drängt ihn so ein Stück zum Straßenrand, weißt du? Ja. Guck mal auf die Karte. Genau, stell dich vor, Gabo, dann eher, wenn wir dann weiterfahren, sodass alle überholen können. Oh, ja, da sind noch 3 cm Platz, dann rammt er mich an. Solche Leute hasse ich bei Konvois, oder was? Ja, wenn wir Glück haben, wird Simon, also in dem Sinne Charlie, oder ihr dann ein Admin, falls der nächste Adminplatz frei ist, weil die als Admin sich beworben haben, und dann können die solche Idioten rauskicken. Ich hab's mal geschrieben. Ja, ich bin schon wieder auf T gekommen zur Abseite, ich bin so blöd. Ich mach jetzt einfach auf. So Leute, es geht weiter. Ja, ich hab schon wieder meinen Hänger aus dem Sattel. Wir standen jetzt hier so circa 5 Minuten, weil sich ein Mercedes in die Leitplanke gebackt hat und es eher zu voll war, F7 Enter zu drücken. Wollt den Stau verursachen, der Arsch. Und jetzt sind hier so circa 12, es sind genau 12, oder? 11 Fahrzeuge.
Wie alter Schwede. Was passiert? Oh Gott, wieder Pflanzen erschossen. Bin ich da gerade zum LRM Traffic brettert. Okay, ist mal wieder Stau, ich mach mal meinen kurzen Cut rein. Ernsthaft? Ja, da ist schon 5 Kilometer sind wir gekommen, yay! Was war? Was ist hier los? So, dann könnte ich mir die... Ach, wir stehen noch... Also wir fahren jetzt direkt weiter, oder was? Ja, wir müssen welche... Wenn du die Schritttempo fahren kannst, musst du nicht einmal stehen bleiben, also... Da kommst du ja vorhin bei Sperrtransport, ey. Ja, die sind halt zu dick für die kleinen Spur hier. Also Leute, ich mache einen kurzen Cut rein, bis halt wir aus der einspurigen Dings hier raus sind, damit wir aus der Not überholen können. Bis in einer Sekunde. Ach und Eab, du musst dann mal den Gap ein bisschen so zur Seite schieben, dass halt der Konvoi überholen kann, dass der wieder hinter Mimi sind. Es dass ist der seine scheiß Vollbremsen anmacht, ich hab schon 20% wegen dem. Ja, die Snack, nicht rückwärts vorne, ich stehe noch hinter dir. Eab, du musst den mal schön einfach passen. Der hat seine Bremsleistung auf Vollbremsung und der tut immer so auf Bremsen, ich hab schon 20%. Ja, ich hab ich stehe hier schon von der Seite an der Seite. Okay, die wollen mit nach Oslo. Der eine zumindest, der immer ein. Ja, ey, da gab wohl der Regen so auf, ich hab schon 20% wegen dem, ne? Okay, jetzt geht's weiter, jetzt sind wir endlich aus der großen Spur raus. Ja, Bro, Alter, ernsthaft. Und hier vorne hat sie Kraft. Vom Boy überholt, Gapo. Alle vorbei. Boah, Alter, jetzt überholt der. Ey, schau dir das an, Alter, wie der sich reinbringt. Ja, komm. Ach, Mann, ey. Hier, ich würde mal, glaube ich, anhalten, bis das Problem da halt gelöst ist. Wie soll man das lösen? Der überholt selber. Und mal wieder. 30 km/h würde ich sagen, 30 km/h erstmal bis das Problem gelöst ist. Nein, Achtung, Gefahrenstelle! Alles klar. Warndreieck aufstellen. Simon, wie wär's mit 30 oder 32 km/h oder 35 km/h bis das Problem mit dem Typ gelöst ist? Ich hab genau 30 km/h Tempomat drin. Okay, genau 30 km/h Tempomat. Ich hab einen Blick gehabt. Boah. Mach mal Warnblick an. Hier liegt wirklich ein LKW aufs Maul. Aufs ja, überhol halt schnell. Überholen. Ich rückwärts. Warum fahrt ihr denn alle rückwärts von deinem? Ach, Gabo war das. Das ist Gabo, der macht die ganze Zeit Scheiße. Ich hab 20% wegen dem. Falls ich meine Motorfehlfunktion haben sollte, nicht wundern. Ja, genau, Obi-Port. Genau, das sagt der Richtige. LKW müde, LKW schlafen. Er steht. Wenn ihr vorne blockieren soll, oder was? Charlie? Ja, Mimi, du schreibst, du bist der Right One. Wie bitte? Ich lach das jetzt lieber, wenn der mich reportet, dann ich hab schon gesagt. Bleib einfach safe the right one, sagt der Richtige. Okay. Ist ja auch. Mich reporten. So ein Idiot, Alter. Leute, sollen wir kurz anhalten oder habt ihr es geklärt eigentlich? Ja, wie denn? Ich hab die ganze Zeit versucht, den Kapo aufzuhalten, aber es hat nicht geklappt. Er fährt die ganze Zeit weiter hinter euch, wie sollen wir den überholen? Ich hab keinen Bock, wenn jetzt hier was von vorne kommt, soll ich raustappen, dass der Gapo dann schön in mich reinbrettert und 100% hat? Nee, dauer so am Arsch. Oder ihr, wo du irgendwie anderen halt. Guck doch mal unsere Abstände an. Da kannst du raustappen, wie du willst, das bringt gar nichts. Nee, ich meine, wenn wir auf der Autobahn sind, wir mit 80 fahren, wenn er dann lassen wir den so, dass der hinter mir ist, dann tipp ich raus und rammst der mich rein. Da muss er sich halt abschleppen lassen. Nee, ich mach das jetzt, ich leck jetzt das. So nimmt Abstand vom Kapo, ich leck jetzt gleich. Es ist so ein Vollidiot, ohne Scheiß. Oh, das Admin Team wird ihn hoffentlich bannen. So wie der sich verhält. Warte mal an mir vorbei, überholt mich mal. Er kann kein Konvoi fahren. Er hat keine Ahnung, wie man das macht. Bestimmt der erste Konvoi, der wundert sich, warum alles schief geht. 403 Eher, der meint dich. Boah! Boah, ja genau. Alter, ich hier gleich raus, ohne Scheiß. Weil ich fahre die ganze Zeit ohne Tempomat, ich tipp einfach nur aufs Gas, ne? Ja, ich hab jetzt 18% an der Zugmaschine, weil ich gerade Snack voll drauf geknallt bin. Ah, gut, willkommen im Club, ich hab 20. Okay, komm, wir hängen den ein, Jochen. Der macht immer eine Vollbremsung, ne?
So. Meg ist wieder hinter mir, gut. Ja, und der Gabo ist hinter mir. Hat das jetzt geregelt. Er ist mir zu blöde hier, ohne Scheiß. Hast du den schön weggedrängt? Da, Snake ist links rum lang und ich bin über den Standstreifen. Hauptsache, der ist dahinter. Er ist hinter mir, ja. So, also, Frage, können wir wieder auf 80 oder bleiben wir erstmal so? Oh, nee, kannst du nicht. Wir sind in 30 Stunden nicht da. Okay, back auf 80. Warnblinker mach ich aus. Alter, das war eine geile Aktion. Wer war denn jetzt Fliegerpanzer, Alter? Das war geil, Alter. Ich hab's gesehen. So, und jetzt wieder 60 bis 100 Meter Abstand, ne? Warte, ich mach's gleich nochmal. Ganz ehrlich, wenn ich 100 Meter Abstand fahre, ist Gabo gleich wieder vor mir. Stimmt, dann fahr halt näher ran, aber nicht wundern, wenn ich zum Beispiel jetzt hier Snake. Ich hab ab und zu den roten Bebenzorn. Ich kann den Abstand nicht halten, weil der fährt mir sonst wieder hinten drauf. Das muss ja, ich frag mich, was das ist, weil immer wenn meine Zugmaschine einen Hänger dran hat, dann leiert die rum, die zieht er nicht. Während sie dann da vorne einfach abdampft, ne, einfach von mir abhaut, dann leiert meiner hinterher. Jetzt ist er am Arsch. Keine Aktion, jetzt wieder aus. Was habt ihr gemacht? Habt ihr schön umgedrängt? Ja, kaputt, der Tigerpanzer hat kaputt ausgeschaltet. Oh, geil. Ende jetzt, Alter. Und schon keine Probleme. Ich bin für den Friedensnobelpreis. Ich hab kurz mit 100 wieder aufgeholt, ne? Schrei einfach bei meinem Video, dann siehst du, wie der Kapo rüberzieht und auf, Tigerpanzer rüberzieht und auf einmal der Kapo voll gegen die Leitplanke geknallt. Okay, gönn ich mir dann, das schau ich mir dann an. Ihr könnt da wieder 80 noch. Ja, Kapo, es hat bei mir gelegt. Kapo ist noch hinter uns, aber der fällt immer weiter zurück. Der Server ist auch wieder gerade am Lecken gewesen, kurz, ne? Bei mir leckt er auch gerade. Ja, bei mir hat es total geleckt, deswegen bin ich vorhin reingekommen. Ja, ich hab. Achtung! Ja, wir haben alle. Wow, ja, ich hab eine Motorfehlfunktion wegen Gapo. Wir haben alle gerade 300 MS gehabt. Das liegt, muss am Server liegen. Ja, er ist mir nochmal reingekracht. So, Mimi und Snake haben mich gerade überholt, weil ich komplett auf Null zurückgefallen bin wegen Gapo, wegen den 20% Schaden, habe ich gerade eine Motorfehlfunktion gehabt. Snake, du blinkst noch. Ich bin der Motherfuck Idiot. Wie geil. Wisst ihr warum? Übrigens, Vorsicht, ne? Wisst ihr warum ich ein Motherfucking Idiot bin, laut Capo? Denk, wollen wir da vorne auf der Raststätte anhalten? Das ist bestimmt so ein kleines Kitty, denkt, es sei alt genug, um das Spiel zu spielen, ne? Ist bestimmt nur 8 Jahre Kitty. Ja, wisst ihr warum ich jetzt ein Motherfucking Idiot bin? Weil ihr abgedrängt habt. Der wollte überholen und ich ziehe auf die Spur rüber und lecken und der knallt mir voll rein. Ja, ich lieg gerade übrigens hinter Snake und Mimi, da ich eine Motorfehlfunktion hatte. Und rat mal wegen wem? Wegen Gabhop. Ja, da vorne kommt ein Rastplatz, ich und Snake sind da vorne raus. Der Gabo ist doch jetzt weg? Ja, trotzdem. Aber kommt schon, wir schauen morgen, oder? Idiotenkonvoi-Leute verlieren. Wir fahren schon wieder 20 Minuten. Mimi, ja. Eigentlich so. Und sind wie viele Minuten Kilometer vorangekommen? So circa 0. Ja, mal überlegt, was wir sonst für ein Tempo fahren. Aber morgen kommt ihr schon zum Konvoi, oder? Weiß ich noch nicht. Weiß nicht, was ich morgen vorhabe. Kann sein, dass ich morgen GTA-Tag mache wieder. Ja, weil es ist jetzt scheiße, dass wir jetzt euch wieder verlieren wegen solchen Idioten. Er hat ja nicht nur was mit dem Idioten zu tun. Alles zu durcheinander hier. Ja, na, jetzt läuft es flüssiger. Das ist bloß, weil wir den Capo hatten, der uns die ganze Zeit gestört hat. Und weil der Server andauernd leckt. Nee, was wir meinten, das ist halt. Naja. Die Organisation, ihr habt eine gute Beschreibung, eine gute Beschreibung gehabt, wodurch ich gedacht habe, ja, Pause in Stockholm und so, wodurch ich gedacht habe, naja, ist ja cool, wenn die sowas da hinschreiben, dann wird das schon passen, aber irgendwie eben doch nicht. Passt nicht zu uns irgendwie. Ja. Ja, dann müsst ihr euch mal das anschauen, wenn wir in unsere Konvois, wenn wir Kontrolle haben. Wenn wir Kontrolle haben, dann läuft das auch besser. Dann heißt, haben wir auch noch Security. Die sind aber jetzt irgendwie, sind die anderen beiden jetzt abgehauen, weil normalerweise haben wir auch eine eigene Security, aber die anderen sind jetzt abgehauen. Die beiden, als was da waren. Als diese komplette Gruppe noch in Ordnung war, bevor die sich gesplittet hat, lief alles perfekt.
Ja, ja, gab's da auch eins, zwei Idioten, aber die wurden halt auch rausgedrängt, wie Gabab gerade. Das hat ja nichts mit Idioten Janik zu tun, das hat einfach was mit dem Gesamten zu tun. Entweder passt es zu uns oder es passt nicht zu uns und es passt nicht zu uns. Naja, gut. Wer fährt denn alles mit? Dann sagen wir mal bye-bye. Ja, leider. Ich habe auch eine Straße, aber... Simon, aber ihr könnt ja gerne noch mal einen anderen Konvoi von uns probieren. Ich wurde gekickt. Mal sehen. Okay, wir halten an, Tigerpanzer. Macht's gut. Das wären dann jetzt nur noch 4 von... Wie viele Leute? Vier von 8 wären das dann nur noch. Da 2 sowieso nicht gekommen sind. Ja, vor mir ist noch ein Deutscher, der Smitty ist vor mir noch, den können wir noch mitnehmen. Tigerpanzer, wenn du gekickt worden bist, dann musst du das Spiel also neu starten, ja. Gibt's keine Möglichkeit irgendwie online so zu tun? Nee, dann musst du das Spiel neu starten, das dauert dann sicherlich auch wieder eine Weile wegen der Warteschlange. Ja. Wir warten so lange, weil er versucht ja auch gerade noch 1-2 Leute wieder ranzuholen. Okay. Morgen kann ich wieder als Security fahren. Okay. Ja, bei RTS und bei Golden East kann ich halt nicht mitmachen, weil ich das beides nicht hab. Okay. Bei RTS kann Sion ja auch nicht mitmachen, ne? Doch, ich kann jetzt. Geht jetzt wieder? Ja, ich war im Support. Und da haben die mich als letzten Download reingelassen, weil die Server so überlastet sind. Aber der Smitty, der deckt so hardcore und der brettert an uns vorbei. Bei mir nicht, bei mir läuft der flüssig. Ich finde es schade, dass die zwei Leute jetzt gegangen sind. Was wir machen müssen, ist nur so ein Fahrtest, Konvoi-Fahrtest. Kann man machen. Ich bin Position 360. Wir müssen dann eh reparieren, weil wegen den Gabo habe ich einen Haufen Schaden. Okay, das dauert mir sonst wegen lange, haben wir zwei Leute verloren. Bis in einer Sekunde. Weißt du, solange die Gabo noch ordentlich gefahren ist, sag ich mal, diese 2 Minuten, da hat sich ja niemand beschwert, ne? Ja, die sind jetzt bloß raus, weil es denen zu viel von ist mit dem Gabo garantiert. Hm. Ey, was waren das überhaupt für welche? Aber normalerweise sind ja unsere Konvois viel geordneter. Ja. Das waren halt irgendwelche fremden Leute. Die waren gar nicht. Ich habe ja schon mal mitgemacht, da war ich nicht und sie waren halt noch unbekannt bei euch. Da haben wir auch einmal mitgemacht. Da hatte ich halt Internetprobleme und so ein bisschen Steuerungsprobleme, weil ich wieder reinkommen musste. Aber es hat auch niemanden gestört, weil ich dann einfach als Letzter gefahren bin, habe ich hier selbst gesagt, ne? Ja, aber normal ist es, hier laufen die Konvois von uns besser, weißt du? Ja, aber jetzt habe ich auch besseres Internet und da hatte ich ja auch nur was mit 500 PS auf dem LKW, jetzt habe ich ja 750. Du musst jetzt so eine Regelung einstellen, nur 2 bestimmte oder 3 bestimmte Marken mit dem oder dem bestimmten PS-Anzahl, ne? PS stört mich gar nicht, Hauptsache es ist kein MAN, der... Nee, das hast du ja gesehen bei mir, da hatte ich den 9-Tonnen-Hänger und da habe ich einfach Ewigkeiten gebraucht, die ich auf 80 war, jetzt dauert es ja nur... Nicht mehr so lange, da habe ich ja irgendwas mit 2-3 Minuten gebraucht. Müssen wir bei Linksköpping vorbei? Muss ich gucken. Ich nutze mal kurz die Zeit und markiere mir Oslo. Ja, da stehen wir jetzt direkt daneben. Und halten wir jetzt noch in Stockholm an, oder? Würde ich nicht sagen, weil wir sind nur noch so wenig Leute. Wir können auch direkt eine Kurve über die Landstraße nach Oslo rüber machen. Ja, dann machen wir das. Dann können wir aber eigentlich auch an der Fähre beenden. Das ist ein bisschen länger. Ja. Also fahren wir über die Landstraße nach Oslo. Ja, dann würde ich mich jetzt schnell nach Linksköpping beamen und würde mich schnell reparieren. Das ist direkt hier vorne. Ist direkt hier vorne, kann man abfahren. Mach mal schnell eine kleine Pause, dass wir uns da reparieren können. Nee, da können wir einfach abfahren, weißt du? Ja, dann treffen wir uns alle bei der Werkstatt dort. Genau. Also fahren wir einfach da rein, dann fahren wir zur Werke, treffen uns an der Werke und dann tun wir halt nach Oslo über Landstraße, ne? Genau, fahren wir dann hoch. Bis dahin bin ich auch wieder drin, sind nur noch 190. Also dann fahren wir halt Landstraße und dann sind wir schon in Oslo bei der Landstraße, dann kommt man an IKEA, an IKEA vorbei.
dann über die E18 an der Tanke und die zwei Wetten, also Schachplätzen vorbei, dann halt über die E18 zur Mautstrecke zur E6 und dann nach Oslo, ne? Genau. Der Snake, ist das der gewesen, was da mitgefahren ist? Nee. Also der stand daneben oder ist daneben gefahren, ja. Das ist doch einer, der was mit der Mika gegangen ist, ne? Nee, doch, das ist der Snake. Der steht Snake war mit Mimi, Snake war mit Mimi, die sind beide gegangen. Der steht gerade bei mir vor der Werkstatt. So, ja, Simon, du bist schon vorgefahren, ne? Ja, ich hab mir halt das alles angeguckt, wie wir halt fahren. Wir fahren also über Landstraße dann Richtung E18 und dann über E6, ne? Ja. So Leute, da bin ich wieder ein bisschen mehr als eine Sekunde. Ach nee, ich hab einen Cut gemacht, dann wieder gestartet. Das dürfte trotzdem eine Sekunde gewesen sein. Auf jeden Fall, kurze Umplanung. Wir machen keine Pause in Stockholm, sondern fahren nach Linköping, machen da eine Pause und fahren dann direkt nach Oslo zum Hafen und beenden da den Konvoi. Und zwei Leute haben sich abgespielt und das ist scheiße. Nur wegen so... Gabo. Gabo, oder wie der hieß. Gabo. Gummibob. So, und jetzt muss ich ein bisschen Geschwindigkeit gewinnen und wir machen jetzt eine Pause in Linköping. Ey, das ist so scheiße, da verliert man zwei Leute nur wegen einem Idioten, ne? Ja, die stehen übrigens hier in der Werkstatt. Wer? Die zwei, die gegangen sind, stehen hier in der Werkstatt. Wir fahren garantiert jetzt alleine so weiter. Ja, ich fahre alleine weiter und ich glaube nicht, dass sie sich uns wieder anschließen, ne? Wir stehen hier gerade verrückt, das ist voll lustig, man. Vielleicht haben wir Glück und sie fahren wieder mit. Einmal zum Bewerbung gucken wollen. Jetzt sind wir noch vier von Start aus waren wir sieben Leute. Minus ein Idiot und dann halt minus die zwei, die halt gegangen sind deswegen, ne? Das heißt, genau. Wir sind von sieben Leute auf vier runtergerutscht. Naja, eigentlich nur sechs, weil der eine ist war ein Idiot. Alter, Erb, was hast du denn von deinem Parkplatz? Das ist doch ein schöner Parkplatz, oder? Ey, verliert man... Nee, komm, steig einfach, ey. Leute, wie der fährt hinterher? Ey, wo steigt man denn eigentlich, hier? Ah, du fährst direkt dran. Okay. Ach, hi. Okay, ich bin jetzt auch wieder gleich dran. Eine Frage, könnte ich eigentlich irgendwie mit ins Team kommen irgendwie? Denke ich schon, oder? Ist halt eher noch mit entscheiden und halt der Hauptadmin, wie du gesagt hast, ne? Nein, der Hauptadmin ist eher. Ach so! Da siehst du noch was dazu gelernt. Ich bin als Konvoi-Leader, bin halt Server-Admin, so dass ich auch mal andere Leute permabannen kann, die. Reisebaum? Zum Bleistift oder den TS versuchen zu DDoSen oder uns versuchen zu DDoSen. Oh, DDoS-Versuch ist bei uns gar nicht mehr möglich, so bei unserem Server, also Minecraft und Minecraft TS, weißt du. Einfach, eigentlich einer von euch Minecraft Pocket Edition? Was? Einer von euch Minecraft Pocket Edition? Nee. Ich glaube, Simon hatte das mal. Ja, es geht aber nicht mehr. Aber wieso? Irgendein Fehler am System. Hm. Du kannst er kommt da an. Hey, schau mal, wer da drüben fährt. Ach, da ist Mimi. Hey, schau doch mal, wer da drüben fährt. Ja, Mimi. Schau, dass die nicht drüber macht, weil das ist ja echt geil gewesen, ey. Da braucht jetzt eine Pause, da können wir weiter. Nee, Eob hat ja geschrieben, dass er in 5 bis 10 Minuten startet, falls halt noch einer gerade lang zufälligerweise lang kommt, der da mitmachen will, ne? Aber ich glaube kaum, dass hier oben jemand lang kommt, weil mindestens 80% der ETS-Spieler haben kein Skandinavien und keine Ahnung. Naja, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Ja, halt 70%. Die hängt einem Europort und Rotterdam, Amsterdam da unten rum. Ja, da mache ich auch in Zukunft für unseren Konvoi Werbung. Dass dann am Samstagabend vielleicht, ne?
Und dann schnell hinfährt und nochmal Werbung macht, weißt du? Oder einfach hinporten in die Garage. Oder halt im Singleplayer mit der Freecam. Nimmt ihr dein alter Trick, Freecam und Singleplayer? Wie bitte? Flycam. Was ist? Der alte Trick mit Freecam im Singleplayer porten. Genau, denke ich auch. Okay, dann hätte ich gesagt, dann fahren wir los, oder? Ja. Oh, da ist ein Misut. Ach, das ist ähnlich deutsch. Oh, sorry. Oh, das war der falsche Knopf. So, ich bin wie immer an zweiter Stelle. Also, den ganzen Konvoi über eigentlich. So. Probieren wir es einfach mal. Und er hat ja auch ein türkisches Profilbild. Der steht hier vorne. Oder ist das die. Ne, das ist die Mimi. Wollen wir die erstmal fett wegrammen? Fährt rückwärts, die ramme ich jetzt erstmal weg. Oh scheiße, die steht an der Seite. Würde ich nicht machen, weil es dann versauen wir noch mehr den Ruf. Ich meine, es wäre zwar eine schöne Rache, aber ich lasse es gelassen jetzt. Außerdem macht sie Stream Livestream. Und außerdem könnten das auch die Admins sehen. Ich hoffe, der Typ wird gebannt. Dieser. Ich glaube, irgendwas wie er heißt. Ich habe schon wieder den Namen vergessen, weil das so ein Idiot war. Gabo oder so. Gabo, ja, Gabo, glaube ich. Ich schneide nachher den Teil raus, wo der mich Spitzname Gobbel. Dein Spitzname Gobbel. Ich schneide nachher den Teil raus, wo der mich gerammt hat, und dann reporte ich den. Ich glaube, das mache ich auch, Mann. Doppelte. Aber mich abdrängt, weißt du, dem Teil rausschnippeln? Ja, du musst halt, falls man das gehört mit Mimi und, wie ist der andere Snake? Das könnte man auch mit zeigen. Dann schreibt er noch Report 403 in dem Sinne eher, ne? Was man halt erlernt, er bringt den kompletten Konvoi auseinander. Wir haben zwei Konvoi-Mitglieder dadurch verloren. Und wie ihr wisst, steht bei dem kompletten Team, bei dem Admin-Team Konvois im Vorrang, ne? Ja, klar. Die stellen ja sogar schon extra Regeln für Konvois auf. Dass nur zwei Pilot-Cars zum Beispiel dabei sein dürfen. Der Coco Freud passt, den kenne ich sehr, sehr gut, ne? Und der, wenn ich da jemanden reporte, der den Konvoi die ganze Zeit flasht, ne? Ich hab versucht ihn zu erreichen, aber hätte ich ihn erwischt, ne? Und ich hätte ihn geschrieben, ne? Dass der nicht so einer trollt, dann hätte der sofort mit der Flycam, zack, wäre hergekommen, dann hätte der sofort den gebannt. Die hat ja noch gemerkt, dass es halt nicht unsere Schuld ist, ne? Dass halt dem Typen seine Schuld ist. Giga ist ja noch dabei, ne? Ja. Jetzt sind wir vier Stück, sind wir, aber dann fahren wir halt gemütlich jetzt zu Föll haben. Scheiß drauf. Weil wir kennen uns ja schon von vorher, ne? Ja, Eob, seit wann machen wir das? Seit knapp 2 Monaten, oder? Simon kenne ich schon seit der ersten Klasse, glaube ich. Den Chaos-Konvoi. Dann irgendwann kam SW dazu, also ETS-SW, das war dann Billy und Simon Meinka. Die haben sich dann mit uns zusammengeschlossen, dann sind wir auf Chaos-Konvoi SW. Als Name gegangen und die haben sich ja dann abgesplittet und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, Neugründung ist jetzt halt der 1.8. gewesen. Ja. Und seit wann machen wir zwei das? Wir machen es ungefähr seit 2 Jahren, circa 2 Monaten machen wir jetzt zu zweit jetzt. Ja, ihr kennt mich vielleicht noch und ich kenne ihr noch von vorher, wo der Cars-Cover noch zusammenhielt mit Gitarre und so. Der ist, aber da habe ich auch Charlie. Schon gemerkt, dass Gitarre einfach so ein dummes Arsch ist. Der Charlie ist ja einer der ersten Leute gewesen, die beim Chaos Konvoi damals mit in die Gruppe sind. Ja. Ich glaube, so erst im 6. oder so ist er dann dazugestoßen. Ich erinnere mich gerade noch so,
Ich und Sion haben uns haben einfach jeden Hänger abgekoppelt, die LKW ist so weit aufgerüstet, wie es nur ging, und sind mit Vollspeed dahin gebrettert, wo der gestartet hat. Erinnerst du dich, Simon? Ja. Aber das ist ein bisschen schneller wie 80, mal der Leder davon werden. Die heißt jetzt Action-Konvoi, eigentlich müssten die Slow-Konvoi heißen. Der Charlie wollte ja das eine Mal mitfahren bei den bei der Crash-Challenge, wo wir da gemacht haben. Aber zu der Zeitpunkt war er leider gebannt. Genau. Boah, du hast gerade mega Standleck gehabt, kurz für eine Sekunde. Weil ich bin mich erschrocken hab. Bin rausgetappt und hab die Bremse voll reingeladen. Dann bremst der besser. Hashtag Standleck. Ja, du hast einfach kurz eine Sekunde lang einen Standleck, aber das lag am Server bestimmt. Bitte. Willst du denn in der Gruppe? Ja. Gut, dann wenn wir fertig sind, schickst du mal Anfrage, dann tue ich dich hinzufügen. Okay. Ich habe ja auch mal gefragt, ob ich mit irgendwie ins Team könnte, weißt du? Steam, ja. Du musst mich halt mal musst mir halt eine Anfrage schicken und dann tue ich dich auch mit in die Gruppe rein. Tommy, ich füge dich mal schnell in die Gruppe hinzu. Aus kann nur SW, Tommy hinzufügen, ja, bitte, danke. Du hast ab und zu einen Standlecker, ich glaube, das liegt am Server. Der Server kackt wie an Zeit für rein, seit ein paar Monaten. Merke ich auch. Aber die kriegen ja vor Monaten einen besseren Server. Das eine Mal habe ich so einen ganz ruhigen Auftrag gemacht, ne? Ja, da fährt im Gegenverkehr einer, der ist einfach plötzlich rüber zu meiner Seite durch die Leitplanken geschlürt und hat mich schön weggerannt. Boah. Wobei ich auch schon mit der Leitplanke drüber geflogen bin. Der ist halt geleckt, der ist komplett drüber gebackt. Und dann, kurz nachdem er auf meiner Seite war, ich war halt noch mit 130 war ich da gerade unterwegs. Und ja, da sind wir halt, rübergeleckt, sag ich jetzt einfach mal, rüber geglitscht und da bin ich voll zur Seite geflogen und der hat auch irgendwie Schaden bekommen. Ich glaube, der ist nämlich auch umgekippt auf seiner Seite. Er war halt wie auf seiner Seite. Bitte, weil er kam so an die Kurve, das war so eine Rechtskurve, er kam halt dort, wo er halt rechts fahren müsste. Und da ist er halt von außen nach innen über meine Leitplanke, weißt du? Ja. Durchgefahren, einfach durchgeglitscht. Was ich schon für Lex und Bugs nicht bei ihm wahrscheinlich auch, weil wir sind ja beide umgekippt und beide haben uns wieder gesehen dann an der nächsten Werke. Ich habe zum Beispiel auch schon einen Platz gefunden, wo du voll weit unter auf der Map also offside der Map überall rumheizen kannst. Ja, kannst du sogar unter die eine Straße drunter fahren und die wundern sich alle, warum du dann unter der Straße bist. Also ein Glitch sozusagen. Ja, Felix, wie GTA, wie es in GTA World Glitch heißt. Du kannst von Felix da bis Oslo fahren, wenn du den Weg auskennst, auf dem Wasser. Ich hab's ausprobiert. Du musst halt die Straße entlang fahren, weil da sind ja bekanntlicherweise unsichtbare Wände an den Seiten. Du musst einfach bei dem Hafen, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube bei Calais war der, musst du den Hafen, musst du gleich, wenn du rausfährst, hinterm Schild hinterfahren. Dann kannst du dann hinten am Hafen rumhalten und da kannst du dann aufs Wasser und dann kannst du voll weit hinten rüberfahren bis nach Felixdorf kannst du rüberfahren. Ist das, ist der Glitch, dass man das so machen kann in Going East DLC? Nee. Nee, der Glitch, der ist unten bei Calais. Der fährst einfach hinten am Schild vorbei. Calais, da braucht man ja noch nicht mal ein DLC, ne? Da brauchst du kein DLC, ne? Nee, ich glaube, das war sogar. Oder war das ein Europort? Keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwo konntest du da hinterm Schild vorbeifahren. Und dann konntest du auf dem Hafen und vom Hafen aus kamst du aus Wasser und konntest rüberfahren bis nach Felixtau. Das ich hab schon irgendwie so einen Witz gesehen, gefunden, da bin ich rumgefahren. Was machst du da, Simon? Nicht saufen. Dann bin ich auch gefahren, da hat mich jemand abgedreht, ich bin ausgerechnet, da war ich halt hinter der Map, da konnte ich einfach die ganze Zeit auf der Wiese rumfahren. Da war auch so eine Stelle, wo man durchfahren kann, einfach. Ja, das ist voll geil, Mann. Weißt du, kannst du auf dem Cruise und niemand kann dir was sagen, ne? Ich komm jetzt weiß bei ATS, ne? Bei ATS weiß ich eine Stelle, da bei Tusco oder wie das heißt. Und da kannst du dann, wenn du dann die eine Stelle weiterfährst, kommst du auf eine Rennstrecke. Da bin ich mit dem Cooper schon mal Rennen gefahren. Brauchen ATS das Originalspiel für den Multiplayer oder brauchen wir nur den Multiplayer eigentlich? Brauchst du das Spiel und dann halt das Multiplayer. Ja, wie in Euro Truck also. Also kostet aber nur 20 Euro und da gibt's keine DLCs dazu.
aber so richtig geil. Ja, das Problem, dass ich halt kein ATS Multiplayer downloaden kann, ne? Wenn du es auf Englisch gestellt hast, schon, die haben den Trick verraten. Aber wenn du Deutscher bist und du hast die Seite auf Deutsch, kannst du es nicht downloaden, weil die deutschen Downloads verbraucht sind. Die haben irgendwie nur 2500 Downloads oder so für ATS gehabt. Ach, die Englischen haben halt noch mehr und deswegen kannst du es machen, ne? Aber wenn das Englisch nicht mehr geht, mein Browser, Google-Löcher, weil ich mein PC neu... Oh, ich habe gerade Leck gehabt. Habe ich vielleicht Standleck gehabt? Keine Ahnung. Ich meine, jetzt hinter mir, wer ist denn hinter mir? Einmal ist da hinter... Sorry, ich guck, falls ich jetzt irgendwie blöd fahre, ich gucke einfach hinter mir. Aber ich kann einfach Tab gucken. Ihr, du bist bestimmt der Letzte, ne? Ich bin ganz hinten, vor mir ist Tiger. Der war es. Tiger bin ich, weil hatte ich wieder kurz Standleck? Ja. Okay, ja, habe ich auch gemerkt. Ich habe einfach komplett gestanden, während sie noch weitergefahren ist. Bei mir selbst habe ich das sogar gesehen. Ich krieg mein Lolli nicht auf. Ja, brauchst einen Dauerlutscher, hä? Ja, dein Lolli kriegst du nicht auf, aber dein Lolli kriegst du raus, oder was? Hör auf, ich nehme auch Tool. Sorry. Jetzt müssen wir das Video jetzt mit FSK 18 machen. Oh nein, ja. Tut mir leid. Nein. Das muss ich nachher machen. Sonst hat das Video von der Gamer gelöscht. Und dann müssen wir gleich mal Entschädigungsanzeige machen, weil ich schon, dann sind wir reich. Ja. Und der Ding muss dann Insolvenzverfahren einleiten. Du hast gut, dass Gronkh bei Luther Kings Anfangsskin einfach nur T-Shirt anhat. Aber merkt ihr, jetzt läuft der Convoy Shay flüssig, ne? Ja. Ich hab grad nicht aus Versehen Channel-Werbung gemacht, das habe ich nicht getan, das war auch... War alles Täuschung, das war aus Versehen, tut mir leid. Was soll man, krieg ich jetzt wirklich den scheiß Lutscher nicht auf? Oh fuck, wo fahr ich hier rein? Was machst du da? Müssen wir jetzt hier rechts? Ihr könnt geradeaus weiterfahren. Ja, ich hab mich gerade schon gewundert. Oh fuck, ist die Kurve scharf. Ach die, ach ja, weißt du noch, wo wir uns hier hingestellt haben, gechillt haben? Kommt der nicht hinterher? Nee, ich hab auf 0 runtergebremst, weil ich jetzt dachte, hä? Ich mach grad Slowness auf 70. Oh, da kommt dein Eob, hallo Eob. Ey, komm, Digga, wir machen jetzt Blocking. Wow. Ich hab einen Lutscher offen. Musst du mal wegen mehr Krafttraining machen, wenn du das so schwer tust mit dem Lutscher. Da fehlst du wegen an Muggis, hä? Sagt da gar nichts mehr. Weißt du, so 8 Gläste kriegt er umgeworfen und verklört, aber so ein Lolli kriegt er nicht auf. Hallo? Ja? Ja, hallo hier. Ja? Ich höre euch nicht mehr. Wir sind anwesend. Ich höre euch nicht. Sag mal was. Du stinkst. Ich höre euch nicht. Ja, ja. Ich wette, er tut nur so. Oder er hat seine Kopfhörer abgesetzt. Dein Gesicht? Ich höre euch nicht. Schau dir dein Gesicht. Plötzlich ist er ruhig. Hey! Ja klar, dreh mich halt ab, Herr Lieder. Ich höre euch nicht. Der Lieder hat mich abgedrängt. Okay, jetzt wird er degradiert. Ich höre euch nicht. Wieder da. Kann man hier über ihn ablästern, wenn er uns nicht hört. Dann lässt du mal zur Runde über ihn ab. Herr Lieder, Sie haben mich gerade auf die Wiese gedrängt. Was schon, da will er schon Lieder sein und dann drängt er die Leute ab, wisst ihr? Das geht gar nicht, ne? Den du mal kann man degradieren, ne? Nee. Wenn ich jetzt hier einfach nach rechts ziehen würde, würde irgendwann einfach eine unsichtbare Wand kommen. In dem Sinne genau hier, wo die Kreuze sind. Was macht denn der Lieder? Holy fuck, ist das ein Rutschig. Holy fuck. Herr Lieder, was macht der da, der Herr Lieder? Ich glaube, er muss degradiert werden. Au. Guck mal, er hat getrunken. Suchen wir oder was? Hoppsa, hier geht's hier runter. Er hat getrunken. Da, er muss degradiert. Ja, das geht gar nicht. Ey, Alkohol am Steuer ist zwar nicht erlaubt, gell? Er muss jetzt alle seine Ränge verlieren wieder. So oft muss er degradiert werden. Ich weiß nicht, wie viele Ränge er hat. Oh, jetzt kommt die Polizei. Nur zur Info, ich habe alle Ränge, wie ihr Bauch hat. Jetzt kommt ja, die Polizei, pass auf, erfahrt, jetzt wird's einspurig.
Wie jetzt die Polizei? Atmen! Ne, jetzt kommt die Polizei, pass auf mit Orangenschlicht. Achso, das Orangenschlicht habe ich nicht gehört. Weil ich hab nur, jetzt kommt die Polizei gehört, da habe ich gleich gedacht, Herr Admin. Ja, ich will jetzt noch erreichen, dass der Cooper bei uns mitfährt. Mit Blaulichtern, was steht hinten dran? Orangenschlicht. Oh, ich hab grad Zeitlag, oder? Oh mein Gott, das war knapp. Ja, aber das liegt auch am Server, was ich dir sagen, wieso? Weil bei mir haben gerade einfach alle einen Standlag gehabt. Und sie tut sowieso schon Scheiße. Oh, da kommt die Polizei. Wieso stellt meine Karre so lahm hoch? Adam, was ist hier für eine Steigung? Keine Ahnung, aber ich bin auf jeden Fall schneller wie du. Ich bin Vorsicht, Tommy, Polizei von der Seite. Ja, die Polizei wird Orangenschlicht. Ich fahre im dritten Gang hier bergauf. Oh mein Gott, ich fahre mit 40 hoch. Die Daphine hat auch zu tun. Und fahr Polizei, bleiben Sie mal stehen. Da kommt die Polizei mit dem Einstieg Fußbettbeleuchtung. Ey, hier ist ein Leut, hätte ich bald gesagt. So, ist der Leut deutsch? Der Leut ist nicht deutsch. Polizei steht da, ist der Polizei festgenommen. Auf jeden Fall Captain Ahmed. Ahmed. So, jetzt hat er zahlt. Und guck, der hat recht. 2,3 Promille hat er gehabt. Ja, woran sieht man, dass wir jetzt Skandinavien sind? Berge. Nee, an die Straße. Also wie eng ist das hier? Unfall. Richtig, Skandinavien. So, nee, jetzt tut gleich jemand zurückwagen, dass er alle Kommandomitglieder hochschnitzt. Wisst ihr, wofür die Linien an der Seite waren? Das sind die Linien für Billy, für Schnecken. Wo Schnecken sammeln gehen kann. Ja, ja. Pass auf, wir haben jetzt zur Tierung gleich so zurückbacken, dass alle in die Luft schnipsen. Mir hat's perfekt gedeckt. Alter, ernsthaft? Weißt du, das tut einfach so komisch übersteuern bei Sion, dass einfach alle damit gemutet werden, sozusagen. Weil er redet so ganz normale Lautstärke und plötzlich kommt dieser Sound und ihr ist komplett leise und ich höre ihn nicht mehr. Macht denn der Lieder da? Ich denke, das Tempo war 80, du fährst ja weniger wie 70. Wo steht hier 80? Nirgends. Deine Dinge, die du gesagt hast, war 80. Leck mich doch. 90, auch nicht schlecht. Ich hab gehört, du willst in den Mullschlucker? Das musst du auch nicht in den Chat schreiben. Ja. Weil wir sowieso alle im TS sind. Ich hab gehört, du willst in den Mullschlucker stecken werden. Am Schluss, wenn die Toten unentziert. Ich erinnere mich an einen Satz, als ich da so komisch rumgeeiert bin, ne? Beim ersten Mal und dann sagt Eob so, ja, der Chaos kommt einfach sein Name war. Was ist denn für Straßen hier? Bin ich gar nicht nett. Ich stopf dich im 13. Stock, dann kommst du immer. Ein Durcheinander. Ja, ach, rat mal, warum ich das sage. Und der Leader fällt übers Gras. Ja, ich wollte mal die Offroad-Fähigkeit testen. Oh! Wir haben LKWs, die du transportierst. Können ruhig ein bisschen schmutzig werden. Ey, wer hat eigentlich dann Bock, mal für die Spedition der Tour zu fahren? Ich. Ey, du musst mal meine Bewerbung annehmen für die Späte, damit ich Geld erfahren kann. Okay, mach ich dann. Passwort ist bestimmt das immer Rick vor allen Dingen. Und die E-Mail habe ich aber nicht geknackt. Die E-Mail wird wahrscheinlich die sein, die ihr habt immer benutzt. Wir haben ja verschiedene E-Mails. Ja, eben. Mode. Wir haben ja für die Spedition extra eine E-Mail. Holy! Das war weißt du, da hat jemand so ein Standleck und dann krach ich in die rein, hab ich ein Standleck und dann haben einfach alle ein Standleck. Oh geil, ich bin der Erste an der Maut. Das lag jetzt aber gerade am Server, weißt du, alle haben einer nach dem anderen hatte gerade ein Standleck gehabt. Tommy. Bleib mal an der Maut dann stehen, ich will versuchen, ob ich mich durchziehen kann mit dir. Glaub, das sollte gehen, bloß da müssen wir halt schleifen, weißt du, obwohl das wird knapp.
Nee, das geht. Wenn der erste rückwärts durchfährt und der andere vorwärts, geht das. Der erste rückwärts und der zweite vorwärts. Ja. Das geht auch anders. Das geht auch, wenn der Ding langsam durchfährt, dann kann ich auch mich mit durchschieben. Hey, ich hab das schon. Ja, das reagiert zeitig. Komm, ihr komm. Ich und Jona haben das schon mal gemacht, da wurde er aber mit dem Auflieger festgehangen. Ja. Da war sein Auflieger hinten und der, die Zugmaschine vorne. Achtung, es geht jetzt runter und jetzt Gas. Komm her, schnell! Geht nicht. Jawohl! Hat das funktioniert leider. Bei mir hast du dich durchgeschmuggelt. Aber diese Standex, als Tiger so hochgesprungen ist, ne? 900 km/h, Alter, ist schnell. Ja, probier's. Wow, what the fuck? Weißt du, ich fahre so mit 22 und sie haben wahrscheinlich so mit 20. Dort ziehen so mit 2 km/h zu schnell an. Und mein LKW, meine Kabine, die tut erstmal auf Disco. So geht es, wenn dann schon besoffen fahren. Gell, Tiger? Ja. Weil, als Tiger so hochgesprungen ist, vor der Maut, kurz vor der Maut, da hatte Simon den Standleck, dann bin ich in Simon rein, dann hatte ich einen Standleck, dann hatte Tiger einen Standleck und dann hatte wahrscheinlich jeder einen Standleck, einer nach dem anderen. Nee, ich hatte keinen Standleck, aber ich musste euch dann ausweichen. Ich hatte jetzt auch nicht wirklich einen. Nee, einer hatte kurz nach, einer hatte nach dem anderen einen Standleck. Weil Simon hatte ja vor mir auch einen Standleck und Simon hat gerade hier angedutzt. Aber da merkt man, wenn man Kontrollen hat, dann läuft es richtig schön flüssig, wisst ihr? Es sei denn, das Hirn tut ein bisschen streiken, wie gerade eben bei dem Standleck. Ja, aber in ein, zwei Monaten hat mir Kuba gesagt, und der Charlie Woods auch schon gesagt hat zum Simon, dass die einen neuen Server bekommen. Boah, ist man halt so einen eigenen Server, ne, für den Konvoi, sozusagen, dass die sich halt dann darauf einloggen, dann sollte es auch keine Standlecks mehr geben. Es sei denn, jemand hat eine Bambusleitung. Oder wie Sion sagt, Kartoffelleitung. Holy fuck, ich fahre ja viel zu schnell. Wollte ich gerade sagen. Ich denke, mein Navi zeigt da. Mein Navi zeigt dich oh shit, daran. Ich muss den wieder ausweichen, da der Liefer. Der Liefer. Der Liefer hat Unfall gebaut. Und ja, mein Navi auch zeigt da hoch, aber wir können ja, nicht. Ja, meins auch. Meins hat auch da hoch gezeigt, aber ich konnte da nicht lang. Ich rolle gerade, dass der Liefer überholen kann. Weil es hat auch hochgezeigt, der Lieder düst einfach so eine Wand rein. Ja, ja, mein Navi hat gesagt, ich muss da hoch. Ja, meins auch. Aber da hoch gibt's gar nichts mehr. So, der Lieder muss jetzt wieder vorbei, ich nicht weiß, wo lang. Wir müssen rechts. Nur zur Info, wir sind in Oslo. Rechts müssen wir, sagt Tiger. Ja. Vertraue, Tiger. Wir wollten ja zum Hafen. Oh, mein Jass hier. Und plötzlich ist der Leader hinten und der Ernst, und der. Was ich denn? Wollte dich gerade überholen. Ganz rechts. Achso, ja, fahr über Fußweg, warte hier. Schöner Fußweg, seit wann fahren Leute im Fußweg? Laufen Leute im Tunnel Fußweg? Keine Ahnung, was das sein soll, Bordsteinkante. Danke, dass du bei mir ein bisschen gelenkt hast, dass ich hier nicht reingedüst bin. Wo wollen wir jetzt hin? Hafen, warte. So, geil. Mein LKW schleicht überhaupt nicht gerade. Hab ich dich weggerammt, Tiger? Naja. Nee, aber mich. Das ist mal keine Schrift im Chat, hä? Das kann man gut lesen, ne? Mein Delay backt rum, oder mein Delay spinnt rum. Siehst du meinen Blinker? Wir müssen jetzt einen Screenshot machen. Ein Delay-Bug drum, seht ihr das? Hier, weil hier mein Bumblicker auch. Meine! Das liegt am Hänger. Meine Release ist rot. Ich hab selbst schon mal wirklich einen LKW-Blinker gesehen, der ging so hier. Und das haben wir auch schon mal gehabt. So, alle parken nebeneinander ein, so wie es drei war. Zuerst der Leader, danach daneben ich, daneben Tiger und dann Eob. Eob ohne Aufflieger natürlich.
Ja. Er steht immer neben mir. Ja. Er hat gesagt, vor mir. Ja, weil ich träume im Screenshot. So, Tiger jetzt neben mir und ihr habt daneben, neben Tiger dann. Zum Glück habe ich eine Motorfunktion. Wie soll der Folgentitel heißen? So, dann danke ich schon mal allen Zuschauern, die das Video gucken, falls welche gucken. Wenn nicht, dann ist auch gut. Dann habe ich das Video aber hochgeladen. Also ich habe Arbeit geleistet, merkt euch das. Auf jeden Fall danke ich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schisse in die Hose! So. Weißt du, wann das Video beendet? Ach nee, am 9. Oh. Ja, vor dem Titel musst du dich halt noch überlegen. Au! Charlie, schau mal auf den Spiegel. Die Folge wirklich weg. Charlie, schau mal in den Spiegel. Au! Schau, ist da wieder kein Spiegel mehr dran. So Leute, ich bedanke mich beim Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tiger, wie war das mit dem Sicherheitsabstand? Das waren 2 Meter. Ja, danke, bis zum nächsten Mal. Genug, aber...